es ist schon wieder die Weihnachtszeit und ich sitze hier alleine und denke mir, ach, wie wäre es nur schön, diese Zeit zu zweit zu verbringen. Aber du hast doch mich. Käfig? Ja, ich bin es, Nikolaus Käfig. Ich dachte, du wärst im Skiurlaub. Nein, ich bin da und ich möchte dir ein Spiel präsentieren, mit dem du mich kennenlernen kannst. Okay. Und damit hallo, meine lieben Irren, und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Molly sucht die Liebe. Heute spielen wir den Nicolas Cage Dating Simulator, der mir vorgeschlagen wurde vor ein, zwei Jahren schon. Und ich muss es halt auch mittlerweile machen. Käfig wartet einfach schon darauf, dass ich endlich dieses Spiel mit ihm spiele. Und ja, ich bin soweit. Ich bin auch soweit. Deswegen öffnen wir das jetzt einfach mal. Wenn ihr das Spiel übrigens selbst spielen wollt, könnt ihr einfach in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr die itch.io-Seite dazu. Denn das Spiel ist kostenlos. Ah, diese Musik. Ah, es ist so schön. Ah, Nicolas Cage Dating Simulator mit dem einzig wahren Nikolaus Käfig. Das bin ich, du geile Schnute. So, dann fänden wir mal heraus, wie wir unseren lieben Freund Nikolaus Käfig noch besser kennenlernen können. Startgame. Was ist dein Name, du schmutziger Sündiger? Molly. Ha, 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 ha. Okay. Also lasst uns die Party starten. Habe ich recht? Okay. Oh Gott, das Pepe da im Hintergrund. Du sitzt in deiner Geschichtsklasse. Dein Lehrer, Mr. Mimi, erzählt gerade etwas über George Lopez. Oder irgendwas. Für gewöhnlich ist dir das komplett egal, was in der Klasse abgeht. Du schaust ständig nur auf die Fenster und gähnst. So ein schöner Tag. Doch plötzlich... Molly! Nicolas Käfig rennt zu dir rüber mit seinem 17-Pack, welcher im Sonnenlicht glitzert. Molly, wir müssen es machen. Was? Ja, ja, lass es uns jetzt tun. Ja. Perfekt. Er packt deinen Arm und platziert ihn auf seiner Schulter. Wir sind auf dem Weg, die Unabhängigkeitserklärung zu klauen. Nicolas Käfig wiechert wie ein Pferd. Und bevor er... Nicolas Cage wiechert wie ein Pferd. Nicolas Cage wiechert wie ein Pferd, bevor er aus dem vierten Stock springt. Ja! Nicolas Cage landet anmutig auf dem Boden und wandert weiter Richtung Wald. Er rennt Richtung Westen. Warte, ist die Unabhängigkeitserklärung nicht in der anderen Richtung? Das ist, was sie wollen, dass du denkst. Warte, ich möchte nach Hause. Plötzlich stoppt Nicolas Cage. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich möchte nach Hause, du verfluchter Psycho. Nicolas Cage schmeißt dich runter von seinem Rücken. Nicolas Cage kommt dir immer näher und flüstert. Weenie! Nicolas Käfig geht weiter den Weg entlang. Verdammt! Du stehst auf und guckst dich um. Verdammt! Ich hab mich verlaufen. Doch plötzlich hörst du ein Summen. Es kommt näher und näher. Plötzlich sind da Tausende von Bienen. Ah, not the bees. Ah, die sind in meinen Augen. Ah, ah, ah. Weenie.
So, das passiert also, wenn wir keine Lust haben. Na gut, wir gehen jetzt mal mit ihm mit, oder? Wer sind die? Die ultimativen Meme-Master. Was? Nicolas Cage wird schneller. Gotta go fast. Cagey. Gotta go see the Declaration of Independence. Cagey. Das denkst du in deinem Kopf. Während du dir vorstellst, wie die 17 Bauchmuskeln von Nicolas Cage sich herumbewegen. Eventuell schläfst du durch diese Gedanken sogar auf Nicolas Cages Rücken ein. Einige Stunden später wachst du auf. In einer dunklen Höhle. Nick? Du setzt dich auf. Verdammt! Warum muss er diese perfekten Bauchmuskeln haben? Warte, was? Was soll ich tun? Ich sag, wir sollten ihn finden. Du stehst auf. Nick! Was ist denn passiert? Es wird ja immer schlimmer. Nicolas Cage kommt durch den Eingang der Höhle heraus. Er hat einen Haufen Holzstämme bei sich. Keine Sorge, ich habe nur Feuerholz geholt. Es ist doch noch hell. Nein, wir brauchen das. Nicolas Cage lässt die Holzstämme fallen. Vertrau mir. Okay. Nicolas Cage spannt seine Muskeln an. Wir müssen flüchten. Was? Nicolas Cage hebt dich wieder auf und packt dich auf seinen Rücken. Nicolas Cage rennt weiter in die Höhle. Wo gehen wir hin? Wir müssen den Tempel finden. Welcher Tempel? Der Tempel, wo sie die Unabhängigkeitserklärung verstecken. Was zum Teufel? Nicolas Cage rennt immer weiter und weiter in die Höhle hinein. Seine Geschwindigkeit nimmt zu. Er erreicht langsam Schallgeschwindigkeit. Njum! Du hältst dich an seiner Brust immer fester und erlaubst dir dadurch, in den Schlaf gerüttelt zu werden. Motions? Movements? Egal. Du schläfst jetzt. Doch plötzlich. Halt! Ja? Du fällst von Nicolas Cage Rücken runter. Deine Sicht ist etwas benebelt. Du kannst nicht viel sehen. Brado, bist du zurückgekommen? Ich dachte, du wärst tot. Hast du wirklich gedacht, ich würde mich so einfach von einem Müllwagen erledigen lassen? Tja, ich habe mich in einer Suppendose versteckt. Und es war ziemlich stinkig. Warum bist du zurückgekommen? Um zurückzuholen, was mir gehört. Es hat dir niemals gehört. Du stehst auf und siehst, wie dein riesiger, grässlicher, dicker Frosch auf dem Thron sitzt. Ein Mann mit einem richtig geilen Bart steht neben ihm. Und ein kleiner, schockierter Frosch ist ebenfalls dort. Aus irgendwelchen Gründen. Und er hat ein Einrad. Es ist genau der Frosch. Oh, scheiße. Verschwindet! Peppe, du weißt was. Verpiss dich. Der riesige, hässliche Frosch schockiert auf Nicolas Cage. Wie kannst du es wahr... Wie ich es wagen kann? Also erst einmal. Er darf schreien. Er soll alles rauslassen.
Du gehst zurück und lässt Nick einfach weiterschreien. Ja, bitch, so. Und nicht zu vergessen, du bist der Unterste vom toten Pfahl, Pepe. Also, die meinen diese tote Statue, glaube ich, damit. Der Unterste. Verstehst du das? Realisierst du das? Jedes andere Meme war viel weiter oben als du, Pepe. Jedes. Und jeder, der nur einen Tag länger hier war als du, würde nicht mal unter dir stehen. Ja, das ist richtig. Du bist ein furchtbares Meme. Verschwinde! Pepe verschwindet ins Nichts. Ja, so ist es richtig. Verschwinde. Was? Wie kannst du nur? Der Mann mit dem geilen Bart geht in die Mitte und geht direkt zu Nicolas Cage. Du... Oh. Don't do it. Oh, Shia. Verschwinde. Oh, Shia schlägt Nick ins Gesicht. Nein. Verschwind doch du. Shia verschwindet ins Nichts. Oh, Dead Boy starrt dir direkt in die Augen. Während Nick sterbend am Boden liegt. Aber Dead Boy schaut dich lüstern an. Diese Augen. Aber ich muss für Nick da sein. Du brichst deinen Blickkontakt mit Dead Boy und rennst rüber zu Nicolas Cage. Nick! Du schüttelst ihm. Wie eine Essigflasche. Dead Boy verschwindet. Er ist traurig, dass du ihn nicht ausgewählt hast. Nicolas Cage hustet. Molly, ich bin hier, Nick. Du schaust runter zu ihm und lächelst. Ich bin hier. Nicolas Cage streichelt vorsichtig deine Brust. Deine Grübchen. Du verdammter Perversling. Molly. Ja? Ich denke, ich habe es gefunden. Was denn? Die Unabhängigkeitserklärung. Sie ist nicht hier. Was? Ich denke, du bist Nicolas Cage. Weil mein Herz war die Unabhängigkeitserklärung. Und du hast es geklaut. Du hast es gestohlen. Slam im Kissen. Also, Nick! Du lehnst dich zu ihm und küsst ihn. Vorsichtig. Molly, ich. Nick setzt sich auf und hält sich an deinen Schultern fest. Molly. Ja, Nick. Bleib bei mir. Ja. Nicolas Cage lächelt und küsst dich erneut. Ich liebe dich. Ich kann nicht glauben, dass du dieses Ende bekommen hast. Congratulations. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel geschafft. Ja. Und so lebt Molly. Und Nicolas Cage auf ewig weiter. Bis bald, Leute. Ich gehe jetzt mit meinem Lover und feier Weihnachten. Tschüss.